Was geht, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen fantastischen Video. Ich bin so hyped, weil ich endlich wieder in meinem Kaffee Schaum habe. Ich habe endlich wieder fucking Schaum in meinem Kaffee. Yes, sir. Die ganze Zeit habe ich normale Kokosnussmilch verwendet. Also, wenn ihr keine normale Milch trinkt, holt euch auf jeden Fall eine Barista-Milch. Gibt es, wo habe ich die geholt? Rewe oder so ein Scheiß, ja. Gibt es so Barista-Kokosnussmilch und sowas, lauter verschiedene Sorten. Ja, keine Sojamilch, ja. Wir sind hier keine Soy-Boys und Soy-Girls. Ja, aber ey, das ist göttlich. Somit kann man gut in den Tag starten, auf jeden Fall. Somit kann man gut in den Tag starten. Ich liebe einfach meinen Schaum auf meinem Kaffee. Ja, nicht falsch verstehen jetzt. Dennoch, es braucht immer so ein bisschen Schaum. Das Ding ist, jedes Mal, wir kommen jetzt einfach mal zum Video. Jedes Mal, wenn du was Neues startest, es ist immer dasselbe. Erst fragen sie dich, warum tust du das? Warum machst du das? Warum machst du jetzt diesen neuen Sport da? Ist doch voll gefährlich, ist doch voll dies, ist doch gar nicht cool, ist doch gar nicht dies, ist doch gar nicht das. Warum machst du das? Warum, warum, warum? Ja, fragen dich da aus. Dann, weil sie dich nicht verstehen können, werden sie über dich lachen. Werden auch über dich auslachen. Auch wie ich das Soulchannel gestartet habe. Ja, ich habe all diese Smiley Faces dann draußen gesehen, wo die Leute nicht an mich geglaubt haben. Ja, ich wusste ganz genau, auch wenn ich diese Leute nicht tatsächlich persönlich kenne, so die sind nicht in meinem Leben, aber man sieht sich mal irgendwo im Fitnessstudio, in einem Geschäft oder sonst irgendwo, oder was weiß ich, wenn ich irgendwo in einem Park war und sowas, habe ich die gesehen und sowas. Und haben mich da angegrinst und ich habe mich so gefragt, was ist mit denen falsch? Warum? Warum grinsen die so hart? Warum grinsen die so hart? Und das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo das auch mit dieser ganzen, ja, hier muss Shot und dies, das, ja, mit dieser Zeit halt, ja, wo wir alle zu Hause sein mussten und sowas, zu dieser Zeit, habe ich einfach mit der Soul Channel angefangen, habe da gestartet und es hat auch keiner an mich geglaubt, oder die wenigsten. Salut. Und ich habe all diese Smiley Faces bekommen. Damals habe ich es auch noch nicht so richtig verstanden. So, hey, was geht mit ihm? Da ist so ein Typ gewesen, fährt mit seinem Auto. Ich bin da am Meditieren, ja. Hab da so meine Stunde meditiert. Dann auf einmal, ich mache so die Augen auf und höre die ganze Zeit schon im Hintergrund so ein Auto hin und her fahren. So, und so, das war ein bisschen Distraction. Auf einmal, ich mache so die Augen auf, guck so hinter mich her. Wer ist das? Wer ist das? Guck auf einmal so, ah, das ist der vom Fitnessstudio. So ein aufgepumpter, was weiß ich, ja, war eigentlich ganz cool mit dem, so hab dem ab und zu mal Hallo gesagt. Und er grinst mich so an, ja, grinst mich so an und ich denke mir, ja, was geht mit ihm, ja. So, weil ich ab und zu auch dort an diesem Spot so Videos gedreht habe, weil damals konnte ich zu Hause so nicht so richtig mich entfalten, musste ich halt immer rausgehen in die Natur. Deswegen, wenn ihr mal runterscrollt, ich laber keinen Scheiß, guckt euch meine ersten Videos an. Da seht ihr, ich war nur draußen, ich war nur in der Natur, größtenteils. Ja, ich würde sagen, so 70, 80% war ich draußen in der Natur. Mittlerweile habe ich das Privileg, ich kann jetzt mehr zu Hause arbeiten und so und habe hier meine Ruhe und kann einfach mich hier entfalten. Das hatte ich vorher einfach nicht so. Ja, und ich habe dann so mein Ding gemacht und krieg dieses Smiley Faces. Und das war nicht nur in diesem Szenario, es war auch bei anderen, ja. Und du wirst dann irgendwie so ausgelacht oder du hast das Gefühl so, ey, der lacht mich aus. Sie lacht mich aus. Die geben mir diese komischen Smiley Faces. So. Mit Smiley Faces meine ich einfach wie so ein Goofy, ja. Wie wirklich die sind so richtig, nennt man das gehässig? Gehässig, jetzt würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde einfach so sagen, so, keine Ahnung, ich habe jetzt kein perfektes Wort dafür, aber. Sind die gönnen, du merkst einfach, die gönnen es dir nicht. Erstens das. Zweitens, die glauben nicht an dich. Und drittens denken die, du bist ein Joke, du bist ein Witz.
Ja, die sehen dich so als einen Witz. Ach, ha, was labert der da? Hä? Warum macht der einen YouTube-Channel? Ja. Lachen dich erst aus. Was Lustige dann ist, habe ich diesen Typen wieder gesehen. Dieses Jahr, Anfang diesen Jahres. Mit so einer, seiner Freundin an der Seite, ja. Und da habe ich schon ein paar mehr Follower hier gehabt, ein paar mehr Abonnenten hier gehabt und habe noch einen anderen Side-Channel gehabt. Und da ist auch das erste Video richtig gut geboomt, hätte ich nicht gedacht, ja, mit meinem E-Bike. Deswegen, wenn ihr mal Interesse habt, gebt ein Dream Modifications, Instagram wie YouTube, ja, sogar Snapchat habe ich dafür, für mein E-Bike und sowas. Ja, und da ist das erste Video geboomt, da habe ich so einen Motorumbau gemacht an dem Teil, ja, das Ding getuned und sowas tunen müssen, ja, ich habe einen Motorumbau machen müssen, weil ich da Elektroprobleme hatte, ja, kenne mich halt ein bisschen damit aus, aber das ist ein anderes Thema, habe halt Kfz gelernt, dies, das, bla bla bla, ja, habe das so gemacht, hochgeladen, boom, ja, vielleicht haben die das dann auch gesehen, keine Ahnung, ja, ist auf jeden Fall hier rumkursiert, wo dann viele auch aus meinem Ort so hier mich darauf so gefragt haben und sowas oder danach gefragt haben so. Aber dennoch, wie gesagt, dann sehe ich diesen Typen mit seiner Freundin und seine Freundin starrt mich so hart an, ja, so guckt mich die ganze Zeit so hart an. Wir laufen, die sind so an der Ampel, stehen an der Ampel. Er guckt mich schon gar nicht mehr an, ja. Vorher Grinsebacke, ja, dann guckt er mich schon gar nicht mehr an, ja, ignoriert mich so. Seine Freundin guckt mich die ganze Zeit hart an. Da war ich auch hart auf Semen Retention, auf NoFap, ja. Also Attraction Level 100, ja, also Anziehungslevel war enorm, ja, aber nicht nur deswegen, ich habe einfach mein Ding durchgezogen, ja, da war die große Veränderung so in meinem Leben, ich bin da umgezogen, die Stars, ja, YouTube-Channel ist immer besser geworden, habe mich da mehr drauf fokussiert und sowas, und nach sind die Erfolge gekommen, auf einmal, er kann mich nicht mehr ansehen, ja, kann mich nicht mehr ansehen, seine Freundin glotzt mich so an, ja, und ich denke mir, wo kommt das jetzt auf einmal her? Und im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich ganz genau warum. Er hat gedacht, ich bin ein Joke. Dann hat er gesehen, nein, I'm for real. Ja, yeah. I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Sorry, Miss Jackson. I am for real. I am for real. So musst du die Leute schocken. I am for real. Die denken, du bist nur ein Joke. Die denken, du bist nur ein Witz. Die denken, du hast nichts drauf. Du bist verrückt. Du bist dies. Du bist das. Die fragen dich aus. Die lachen dich aus. Das Lustige ist dann, zum Schluss kommen sie dann. Wenn du dann diese Erfolge gemacht hast oder sonst irgendwas, oder die Erfolge kommen nach und nach und sowas. Und die sehen, oh, der ist wirklich for real. Der ist ja wirklich kein Joke. Der zieht ja wirklich durch. Dann auf einmal kommen sie, oh, wie hast du das geschafft? Wie schaffst du das? Wie machst du das? Es ist immer dasselbe. Jedes Mal, wenn du was Neues startest. Die erste Phase ist die Hinterfragungsphase. Die zweite Phase ist die Auslachsphase. Und die dritte Phase ist dann die Phase, wo sie dich fragen: Hey, wie hast du das geschafft? Weil sie dann sehen, du bist trotzdem dran geblieben, hast an dich geglaubt. Auch wenn du von außen überall Druck bekommen hast, Leute haben dich ausgelacht, Leute hinterfragen dich die ganze Zeit, machen es dir schwer, ja, behandeln dich wie ein Witz und sowas. Ja, vielleicht du bist noch auf der Arbeit und arbeitest an deinem Business oder sowas und die Leute lachen dich da aus oder machen es dir schwer oder was denkst du, wer du bist, wird doch eh nichts, bla bla, gib doch auf, was weiß ich, ja. Sowas halt, das ist auch so diese Auslachsphase, ja. Wenn sie dich behandeln wie so ein Joke, wie so ein Witz, ja, weil sie keinen Respekt vor dir haben. Die Leute haben heutzutage nur Respekt. So, das so, by the way. Das ist immer dasselbe. Das habe ich schon damals gemerkt, wo ich meinen Sport angefangen habe. Und jeder so macht die Basics, ja, mit den Kicks und sowas halt so. Ich habe dann halt MMA gemacht, oder ich mache MMA und wollte halt den Fancy Stuff lernen. So die gesprungenen Kicks, ich wollte das schon immer können. Spinning Kicks, ja, gedrehte Kicks, gesprungene Kicks, halt das, was keiner so macht, was die wenigsten machen. Den Crazy, den Funky Shit, ja. Freaky Shit. Und ich stehe darauf. Die Leute haben mich auch zuerst ausgelacht, weil es einfach nicht schön ausgesehen hat. Alle Anfang ist schwer. Aber wenn du beständig an einer Sache dranbleibst und immer besser und besser und besser wirst,
Sie würden dich vielleicht noch in dem Prozess auslachen und hinterfragen, ach, mach doch die Basics, bleib doch bei dem Normalen, warum machst du dies, das bringt doch eh nichts, deine ganzen gedrehten Kick-Scheiße, das bringt doch gar nichts. Das bringt doch gar nichts. Ich gebe dir eine Bombe, wie oft habe ich das gehört? Und dann habe ich sie des Besseren belehrt. Ja, deswegen. Und im Endeffekt kommen dann dieselben Gestalten und fragen, hey, wie machst du diesen Kick? Kannst du mir den mal zeigen? Weil sie dann merken, ich war so beständig daran, bin immer besser geworden. Die Kicks sind immer besser und besser geworden. Ich bin immer noch nicht, noch lange nicht zufrieden. Ich arbeite jeden Tag daran. Ja, auch wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, ich bin hier zu Hause, mache meine Choreografie, mache meine Kombos und sowas, stelle mich vor den Spiegel, mache Schattenboxen und sowas. Ich bin immer dran. Lerne immer wieder aufs Neue. Ja. Mach Spinning Backkick, ja, versuche den halt zu perfektionieren, auch in der Luft und sowas, was auch schwer ist, ja, und sowas. Und dann, wie gesagt, ist es immer derselbe Ablauf. Erst fragen sie dich, warum du das tust. Ja, warum machst du das? Bleib doch beim Normalen. Ja. Ich habe jetzt viele Beispiele genannt. Dann lachen sie sich aus. Oh, es bringt doch eh nichts. Oh, wenn ich dir da, wenn wir Sparring machen, wenn wir kämpfen, ich zeig dir die Basics und ich mach dich fertig und was weiß ich, was ich da alles immer gehört habe. Hab sie dann des Besseren belehrt. Ja. Musste mich sogar dann noch zügeln, damit ich sie nicht da wegberste. Ja. So, jetzt noch human ausgedrückt. So, ich mache hier nicht cool oder sonst irgendwas. Das ist Real Talk. Real Talk, ich bin vielleicht nicht der Größte, ja, ich bin sogar noch relativ klein, ja, auch noch relativ leicht, aber das hat nichts zu heißen. Ich habe gekämpft gegen 100 Kilo schwere, 2 Meter große Riesen, gegen 1,80 große Berserker und was weiß ich alles, und sogar 1,70 große Chubby, ja, aufgeblasene, ja, also nicht jetzt Muskel aufgeblasen, aber aufgeblasen halt. Anderen Bereich, etwas fetten Bereich, ja. Will ja jetzt kein Body Shaping machen oder sonst was, ich will einfach nur real sein. Hab da auch meinen Sparring gemacht und hab da auch meine Bomben kassiert und hab da auch meine Bomben ausgeteilt, ja. Deswegen, ich habe meine Erfahrungen gemacht und meine Erfahrungen haben dann immer gezeigt, dass es nicht so unnötig ist, diese ganzen Kicks und sowas, ja. Aber die Leute wollen dir so einen Scheiß dann eintrichtern. Ich habe dir jetzt persönliche Beispiele genannt, bei dir kann es ganz was anderes sein. Deswegen, lass dich niemals demotivieren durch die außenstehenden Menschen, die dann kommen, fragen dich die ganze Zeit aus und sowas. Gib dem Ganzen gar keine Aufmerksamkeit. Wenn die dich fragen, wie ich es auch bei Narzissten und allem sage, so musst du mit allem umgehen. Keep it short, keep it simple and move on. Das heißt, die fragen dich, warum machst du das? Das bringt doch gar nichts. Fragen dich da aus, warum machst du dies? Warum machst du das? Könntest doch viel einfacher machen. Ja. Sagst du einfach nur ganz kurz. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Keep it short, keep it simple, ja. Und dann gehst du weiter. Keep it short, keep it simple ist, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Just because. Weil jeder andere es nicht tut. Oder weil du es nicht tust. Keiner, irgend sowas, ja. Ganz kurze, du musst dich da nicht stundenlang erklären, ja, ich mache das, weil das war schon immer meins, oder hab ich alle. Bin der, done that. Hab das gemacht, bringt nichts, verstehen die nicht. Bla bla, die wollen dann diskutieren, deine Zeit vergeuden. Mach's nicht. Keep it short, keep it simple and move on ist die beste Taktik für alles im Leben. Die fragen dich da aus, lachen dich aus, du hältst es kurz, hältst es simple und gehst weiter. Das ist die ganze Taktik. Deswegen lasst euch nicht irgendwie demotivieren, bleibt an eurem Handwerk dran, ja, an eurem Craft, an eurem Vorhaben dran, an eurem Business dran und sonst irgendwas, glaubt mir, die Erfolge werden kommen und dann werden sie alle Augen machen. Dann werden sie zum Schluss kommen, oh, Bro, ich hab gesehen, machst das mit Krypto und sowas, wie hast du das geschafft? Ja, du bist die ganze Zeit dran, studierst Krypto oder sonst was, ja, beispielsweise. Oder, du hast doch dein Business da aufgebaut, wie hast du das geschafft? Kannst du mir das zeigen? Blablabla. Es ist immer dasselbe. Deswegen, ich wollte euch einfach nur mal jetzt ein bisschen motivieren. Bisschen animieren jetzt auch, weil es ein bisschen auch Spaßfaktor dabei, deswegen wir haben auch immer ein bisschen Spaß. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das letztens einfach so, habe ich darüber nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, dass durch diese Phasen gehen jetzt bestimmt viele von euch. Ihr habt jetzt irgendwas Neues gestartet und seid jetzt genau wegen so einem Scheiß verunsichert. Lasst euch nicht verunsichern, nur weil diese ganzen Menschen kommen und machen euch Druck. Auf einmal ihr kriegt diese
dieses Smiley-Face ist. Überall, wo ihr hingeht, ja, die Leute wissen in eurer, vielleicht kommt ihr aus einer kleinen Stadt oder sowas, ja, oder aus einem kleinen Dorf, die Leute wissen, was du so treibst, ja, und gucken dich so an, so, und smilen dich so an, wenn sie dich sehen, und du merkst so, die gönnen es mir nicht, oder die denken, ich bin ein Joke, ich bin ein Witz, ja, behandeln mich wie Dreck und sowas, ja, ist normal. Das ist immer at the beginnings process, am Anfangsprozess. Ja, alle Anfang ist schwer. Dieser Spruch ist die Wahrheit. Aller Anfang ist schwer. Erstmal muss es schwer sein, bevor es einfach wird. Das heißt, bevor du besser in dem wirst, was du tust, musst du erstmal durch schwere Zeiten gehen. Das habe ich in meinem Sport gelernt, das habe ich überall gelernt. Ich belasse es jetzt hier, weil ich derbst aufs Klo gehen muss, wegen diesem guten, göttlichen Kaffee. Aber er treibt mich gerade, wenn ihr versteht. Deswegen entschuldigt mich. Ja, ich habe jetzt mehr als genug gesagt. Ich wollte jetzt euch einfach mal ein bisschen motivieren, ja, dass ihr trotzdem beständig an eurem Vorhaben, an euren Zielen, Träumen und alles dran bleibt, auch wenn Leute euch hinterfragen und sowas. Leute euch auslachen und sowas. Glaubt mir, der Tag wird kommen und dieselben Leute werden kommen und werden euch nach Tipps fragen oder werden euch ausfragen, wie du dahin gekommen bist. Deswegen, erstmal denken sie, dass du der Joke bist und dann stellt sich heraus, dass schon immer sie der Joke waren. Dass sie der wahre Witz sind und du bist for real. Peace out.